Hi ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder hier seid, heute zu einem neuen Baupart. Wir müssen gucken, dass wir die Burg weiter gebaut bekommen und ich habe auch richtig coole Ideen und ja, ich würde sagen, wir schauen es uns an. Viel Spaß euch und let's go! Wir sind also wieder zurück hier mit einem weiteren Baupart und wie ihr schon sehen könnt, falls ihr euch erinnert, hat sich ein bisschen was getan und ich werde euch natürlich jetzt auch sofort zeigen, was. Bevor ich euch jetzt den Rest zeige, vielleicht fällt euch ja auf, dass dieses Gebäude hier vor mir etwas anders aussieht. Das liegt daran, dass ich probiert habe, die beiden Gebäude über eben so eine Brücke zu verbinden und anscheinend hatte ich einen Teil der Fundamente unten nicht richtig gesetzt, weswegen es nicht zusammengepasst hat. Und ja, ich habe das dann gestern versucht zu fixen, bin dann ein bisschen aggro geworden, weil es nicht geklappt hat und deswegen habe ich dann die komplette Seite nochmal abgerissen und neu gebaut und jetzt passt aber soweit alles. Es passt zusammen, es ist super. Klar, es ist jetzt so mit so Keilfundamenten gemacht, deswegen ist die Tür auch schief, aber im Prinzip ist das jetzt ja nicht so schlimm. Hauptsache es passt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier noch andere Sachen gemacht. Wir gehen zuerst mal hier hinter. Hier habe ich schon einen Pferdestall gebaut, damit auch meine Pferdis einen schönen Unterschlupf haben, inklusive einer Koppel. Schade, dass man keine Bäume pflanzen kann, das wäre noch richtig schön gewesen. Und dann habe ich hier schon mal überlegt, wo ich was hin tun möchte, weil es ist bei mir immer so, wenn ich meine kreative Phase nicht habe, dann kann ich auch nicht bauen. Ergo kann ich auch kein Baupart aufnehmen und meine kreative Phase war halt eben gestern. Und deswegen habe ich hier schon mal ja vorgemacht, wie ich es gerne hätte und wir bauen das dann zusammen. Was habe ich noch gemacht? Genauso wie hier. Da habe ich auch schon was hingebaut und ich habe mir halt Folgendes gedacht, dass eben wenn man hier reinkommt, entweder von dort oder von dort, hat man natürlich hier das Hauptgebäude, das ist ja meins mit Schlafzimmer, Badezimmer und so weiter. Hier in die Mitte soll vielleicht noch ein Brunnen, deswegen habe ich da mal die Fundamente weg, dass ich weiß, wo ich den hinbauen möchte. Und natürlich habe ich meinen persönlichen Beschützer, der dann hier ein kleines Häuschen bekommen soll. Und wenn man dann hier hinter geht, da habe ich schon mal so einen kleinen ja, Abgang, Runterweg, wie auch immer gebaut. Hier möchte ich dann mit euch zusammen noch so eine Art kleine Taverne hinbauen. Ja genau, das sind also die News, was jetzt hier so passiert ist. Hier haben wir natürlich noch so eine kleine Zusatzabtrennung, wo dann auch eben Bogenschützen draufstehen, die dann den Zugang hier bewachen und eben nur Leute reinlassen, die auch rein dürfen. Und genau, mehr ist nicht passiert. Ich würde sagen, wir starten sofort los. Ich überlege mir nur gerade mit was. Vielleicht einfach auch mit dem Häuschen meines Berserkers. Gut, ich bin natürlich wieder heillos überladen und er braucht auch eine Tür. Die habe ich natürlich gestern vergessen reinzubauen. Und am besten wäre es, na selbstverständlich, hoppala, Leute, was mache ich da? Wenn sie zentral wäre, also am besten hier. Was ich jetzt nicht weiß, soll ich das jetzt hier einstöckig lassen oder zweistöckig machen? Das müssten wir uns vielleicht mal anschauen. Aber eigentlich finde ich zweistöckig immer schöner und im Prinzip könnte man ihm ja vielleicht sogar einen kleinen Balkon machen. Deswegen, ja, ich weiß zwar jetzt nicht wohin. Lasst uns nochmal von außen schauen. Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht hier drüber? Mit Säulen. Wir probieren das jetzt mal aus und schauen dann einfach, wie es ausschaut, wenn es fertig ist. Dann braucht er natürlich auch noch eine Treppe, die hoch geht. Und die machen wir vielleicht einfach gleich hier, weil dann geht es nicht so im Weg um. Und was brauchen wir? Dieses hier. Das sieht dann immer ein bisschen schöner aus, finde ich. Und dann braucht er natürlich auch Fenster. Wir setzen dann mal eins hier hin. Und vielleicht noch eins dort rein. Und hier hinten, glaube ich, braucht er keine, weil da schaut er eh nur auf die Mauer. Ja, sehr cool. Wie können wir das Ganze denn hier sonst noch gestalten? Wir setzen jetzt hier einfach nochmal Mauern drauf. Hier selbstverständlich eine Tür, sonst kommt er ja nicht auf seinen Balkon. Und dann machen wir weiter mit den Mauern da. So, so und so. Ja, sehr cool. Dann hat er hier eine kleine Butze. Jetzt überlege ich mir gerade, ob denn hier irgendwo Platz ist für ein Badezimmer in dieser Einzimmerwohnung hier. Naja, man könnte vielleicht
einfach mal sagen, dass man das hier so hinmacht. Ist zwar dann wirklich ein kleines Badezimmer, aber immerhin hat er eins. Und ja, für ein Klo und ein Waschbecken, denke ich, sollte der Platz hier auch ausreichend sein. Genau, dann überlegen wir uns, wo könnt ihr denn die Küche hin? Vielleicht, dass wir die Küche und den Schlafbereich irgendwie abtrennen? Was ein bisschen schwierig ist, weil das ist schon recht klein hier. Hier muss er ja hoch. Dann muss er hier ins Bad. Dann kann er hier lang. Dann könnte man vielleicht hergehen und das Ganze so mal abtrennen. Zumindest mit einem. Oder man setzt eine Wand. Nee, ich glaube, so gefällt mir das besser. Genau, dann können wir hier auf jeden Fall eine Wand setzen. Und dann kommt halt hier so die kleine Küchenzeile hin. Und hier ist dann so sein Schlaf-Essbereich. Ja, so sieht es erstmal, glaube ich, ganz gut aus. Dann brauchen wir natürlich noch ein Dach, aber zuvor hier nochmal eine Wand. Und dann gehen wir zum Balkon und setzen da auch den Sandsteinzaun. Nicht darunter. So. Und dann machen wir unser Dächlein? I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. Ach, und Freya taucht hier gerade auf. Die will wahrscheinlich weitermachen. Scheint aber so, als würde es ihr nicht gut gehen. Hey Freya, heute habe ich leider keine Zeit für dich, denn ich bin hier beschäftigt beim Bauen. Es geht auch schon wieder die Sonne unter, wie toll. Dann lasst uns mal kurz gucken, wie das Ganze von außen ausschaut. Zeig mal das gute Stück hier. Ja, so schlecht ist es nicht. Mir gefällt es zwar immer nicht ganz so gut, wenn der Balkon direkt hier so bei der ersten Ebene ist. Aber, ja gut, vielleicht ändere ich das nochmal um, das müssen wir mal schauen. So, jetzt hätte ich gerne kurz mal hier Zäune, damit ich den Bereich einfach noch so ein bisschen abgegrenzt habe. Ich würde sagen, wir warten jetzt, bis die Nacht vorbei ist und dann bauen wir weiter. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der Taverne. Und da habe ich mir natürlich auch schon was überlegt. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob das alles so klappt. Denn irgendwie, glaube ich, spinnt der Server heute. Und das ist ziemlich belastend. Jetzt komm, lass mich doch einfach hier bauen. Ohne Faxen bitte. Ich danke. Okay. Wie machen wir das denn jetzt?
hier ist das fertige Ergebnis meiner Taverne. Ich habe mir dabei Folgendes gedacht. Und zwar ist der Eingang hier links für ja, die betuchten Leute, hätte ich gesagt. Die kommen dann hier rauf, haben dann hier unten ihre Toilette und ja, können halt von oben auf den Pöbel herabschauen, sage ich mal. Da kommt dann auch noch eine Bar hin und so, wo sie bedient werden können. Genau, das ist quasi der Eingang hier auf der linken Seite. Und wenn man dann hier reingeht, dann sehen wir logischerweise den Eingang für den Pöbel. Da ist einmal hier eine Toilette und dann hier hinten, wenn man hier durchgeht. Da kommt man dann übrigens auch hier nochmal durch. Also man kann dann von beiden Seiten auf die Toilette. Hier in der Mitte wird dann die Tänzerin für alle tanzen. Der Pöbel sieht die nicht. Es sei denn, wir machen vielleicht da oben noch was hin. Das müssen wir uns halt mal überlegen. Da könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und dann kommt natürlich auch noch hier eine Bar hin. Und somit ist die Taverne ja soweit erstmal fertig. Kann natürlich auch hier sein, dass ich sie nochmal umbauen werde, je nachdem, aber sie steht auf jeden Fall und gefällt mir bisher auch ganz gut. Und ja, jetzt haben wir wieder die Probleme. Tür, gehst du auf? Ich hau mal kurz das Fliegen an, dann können wir uns das Ganze auch nochmal von oben ansehen. Ja, ist halt jetzt auch mehr oder weniger so ein Block. Müssen wir mal schauen, ob uns das dann so auch gefällt. Ist recht groß, wenn man es mal so im Vergleich sieht irgendwie. Aber ja gut, und that's the Taverne. Vielleicht können wir ja noch was anderes hier rausbauen. Da überlege ich mir dann noch was Schönes. Vielleicht so ein Badehaus oder keine Ahnung. Und dann hätte ich gesagt, machen wir hier weiter. Und zwar erstmal bei den Werkstätten, damit ich mir die natürlich auch einrichten kann. Und ja gut, was soll ich dazu sagen? Eigentlich hatte ich geplant, dass das hier in der Mitte dann eben für die Arbeiter ist, dass dort eben eine Küche drinnen ist und auch Betten drin sind, dass sie quasi von den umliegenden Werkstätten einfach nur hier in die Mitte gehen und dort halt eben chillen können. Jetzt haben wir aber aktuell die belebten Städte ausgemacht, da ja da so viele Probleme mit sind. Deswegen lassen wir das jetzt vielleicht noch offen, bauen jetzt hier noch das zu. Ich meine, da ist jetzt zwar auch nicht mehr so viel zu machen. Da kommen im Prinzip nur Dächer drauf. Beziehungsweise bin ich mir nicht sicher, ob wir nur Dächer drauf machen. Da müssen wir mal gucken, wo wir was reinmachen. Der Schmied braucht auf jeden Fall einiges an Platz, deswegen würde ich den gerne hierhin machen. Und dann könnten wir ja vielleicht einfach mal ein Dach draufsetzen. Wenn ich es so mache, dann müsste das auch passen. Mein Gott, jetzt blendet mich die Sonne. Herrje. Hallo? Ach so, nee, Quatsch. Da muss ja logischerweise... Also heute ist echt nicht mein Tag. Das hin. Das dann auch. Hier hin und dahin. So, dann einmal so, einmal so. Das Invertierte und dann machen wir oben zu. Zack, 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 zack. Eine Tür braucht es natürlich noch. Und dann ist die Schmiede mehr oder weniger fertig. Weil was soll ich denn da jetzt groß noch hinbauen? Jetzt können wir uns mal überlegen, was wir da rein tun. Das ist ein recht großer Raum auch. Da könnte eigentlich auch der Zimmermann rein und dementsprechend vielleicht seine Werkbänke. Das heißt, wir klatschen da auch jetzt nur mal ein Dach drauf und schauen, wie das am Ende ausschaut. Lass mich mal kurz hier gucken. So, genau. Zack. Zapp. Na? Zapp. Dann auch wieder hier ein invertiertes. Und einmal hier abschließend zumachen. Und Freya ist wieder da, geschwächt wie immer. Tschüss, Freya. Ich habe dir doch vorher schon gesagt, dass ich heute keine Zeit für dich habe. Okay, ja gut. Es sind halt zwei stinknormale Häuser. Aber wie gesagt, das ist ja quasi der Arbeiterbereich hier oben. Und ja, da braucht es halt auch nicht so ultra schicke Sachen. Da kommt ja dann am Schluss auch noch Deko hin und alles, dass es halt ein bisschen cooler ausschaut. Ihr könnt mir natürlich auch nochmal Vorschläge machen, was wir vielleicht hier unten hinbauen. Vielleicht können wir hier sowas wie einen kleinen Markt hinbauen, dass die Leute hier eben durchlaufen können und hier unten so der Handelsbereich ist. Und genau, dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal für den Schmied gesorgt und für den Zimmermann plus die Werkbänke. Das Ding hier.
Da überlege ich mir noch, was ich daraus mache. Aber ich denke, ich will es schon gerne dabei belassen, dass die Arbeiter dort dann chillen können, weil ich hoffe ja, irgendwann wird es dann auch mal ein Update geben. Dann können wir ja noch eine Führung machen durch das Häuschen. Da ist der Eingang nämlich hier versteckt. Man kommt also hier rauf. Hier hat man dann eben, ja, ich weiß noch nicht, ob ich hier eine Küche draus mache oder was hier draus werden soll. Dann kann man hier hochgehen. Hat dann hier den schönen großen Raum, eben auch mit kleinem Mini-Balkon für die beste Aussicht auf das Dach der Taverne. Juhu. Und wenn man dann hier weitergeht, kommt man hier rauf, über die kleine Brücke ins, ja, Schlafzimmer, würde ich sagen. Jetzt habe ich natürlich noch eine letzte Frage an euch. Wenn ich mir hier alles einrichte, wollt ihr das sehen? Oder sagt ihr, nee, pass auf, nimm dein Graffel, zieh um. Und wir sehen dann im nächsten Baupart, was daraus geworden ist. Oder wollt ihr wirklich auch alle Deko- und Einrichtungsgeschehnisse verfolgen? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Und an der Stelle werde ich es dann auch beenden. Ja, und so sind wir mit unserer Burg schon ein Stückchen weitergekommen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es bisher findet. Und wenn ihr Ideen habt, dann schreibt es natürlich auch sehr gerne in die Kommentare. Und in dem Sinn, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye!